Willkommen zurück, Luigi-Freunde, hier bei New Super Luigi U Deluxe. Wir haben im letzten Part die Kandismin abgeschlossen und gehen nun in die Zuckerwattenwolkenzone. Ja. Ich will eigentlich mal sagen, die letzte reguläre Welt, aber stimmt ja nicht. Es gibt ja noch eine letzte Welt, also eine andere letzte Welt, nämlich das Schloss von Peach. Aber irgendwie ist das hier für mich so das Ende. Danach kommt halt die Finalwelt und dann kommt nochmal die Spezialwelt. Also für mich ist das jetzt die letzte reguläre Welt. So, Zuckerwattenwolkenzone 1, ein Himmel voller Eiswürfel. Okay, dann wird's wohl frostig. Das ist eine coole Idee, das ist eine richtig. Okay, also, ich war schlecht, aber die Idee ist ziemlich cool, oder? Mit dem Eisbruder, der da die Fuzzies einfriert, damit wir da drüber herlaufen können. Finde ich super. Also, Gegnerinteraktion ist in diesem DLC, also es ist jetzt kein DLC mehr, aber es war mal ein DLC, ist auf jeden Fall in diesem Spiel sehr gut. Ist hier über... Ja, hier drüber ist noch was. Ah, es ist oft so. Pinguinanzug. Können wir das jetzt auch selber hier machen? Ha! Ja, was soll ich dazu sagen? Na gut, jetzt muss es aber funktionieren. Also, ich habe einfach vergessen, dass die Dinge auch wieder auftauen. Oh, Jesus. Kann doch nicht sein jetzt. Luigi, komm, wir schaffen das jetzt. Keine Ahnung, was jetzt gerade los ist. Ich muss aber auch sagen, es ist jetzt etwas länger her, dass ich Super Luigi gespielt habe. Super Luigi U. New Super Luigi U, so. Von daher muss ich mich gerade ein bisschen einfinden. So, aber jetzt sollte es doch mal. Endlich. Jetzt fallen wir runter. Unglaublich. Aber keine Sorge. Wir schaffen das schon. Das Traurige ist ja hier wieder mal, es ist nicht schwer. Ich hoffe, man glaubt mir, dass das nicht schwer ist. Ich bin nur gerade richtig blöd. Okay, ich sag das eigentlich immer, wenn ich fehle. Aber hier ist es jetzt wirklich, ich finde auch sehr offensichtlich. Naja. So. Das Leben möchte ich auch mitnehmen. Denn ich habe das Gefühl, dass ich hier noch einige Leben brauchen werde. So, erste Starcoin. Ach komm! Ich verstehe auch nicht, warum man da keinen Wendsprung machen konnte. Dann hätte ich ja überleben können. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen peinlich. Oh Mann, ey. Kann doch nicht sein. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Aber auch das wäre fast schief gegangen. Muss ich mich nicht bücken, das ist sehr gut. Sollten wir hier runter. Ach du Blödmann. Na gut, da unten wird nichts sein. Kommt hier ein neuer Pinguinanzug? Ja. Ach, dann ist ja nichts passiert. Lass mal hier hoch. Es ist aber auch so, dass man hier ohne Pinguinanzug ziemlich aufgeschmissen ist, weil man braucht ja diese vereisten Fuzzies, um hier weiterzukommen. Und ich habe einen Starcoin verpasst. Ist das richtig? Nicht zwingend. Aber ich fürchte schon. Ja, also dieses Level lässt mich wohl nicht los. Aber gut, ich hole die Starcoin nach. Ich muss sie erstmal finden. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie sein soll.
Aber wobei, doch, ich glaube schon. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Level wieder. Ich glaube, sie ist hier. Okay, denn ich habe keine. Ich habe das Level jetzt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie lange ich hier dran sitze. Ich bin jetzt sicher eine halbe Stunde durch dieses Level gelaufen und habe einfach dieses Darkhold nicht gefunden. Und das war jetzt irgendwie der einzige Ort, an dem sie hätte noch sein können. Naja. So. Haben wir auf jeden Fall jetzt endlich erledigt. Oh Mann, das hat echt ewig gedauert. Okay, dieses Level ist zwar einfach, aber das hat mich jetzt wirklich ziemlich getriggert. Erst die ganzen Fails am Anfang und jetzt, naja, so eine Starcoin, die einfach nicht erscheint. Aber okay, holen wir uns erstmal ein paar Items. Ah, das Yoshi-Spiel, sehr schön. Oh, eine Feuerblume. Oh, den will ich nicht. Den will ich. Gut. Glaube, mit der einen Yoshi hatte die Bowser-Karte und das ist nicht gut. Nee, nee. Aber gut. Zwei Feuerblumen passen auch. Oh, wir haben so viele Mini-Pelze, mit denen wir nichts anfangen können. Okay, Zuckerwattenwolkenzone 2. Leinenlos für Kettenhunde. Kettenhunde. Und Wiggler sind auch dabei. Gab's die im Mario-Teil? Ich glaube nicht. Lass den mal laufen. Ich glaube, das sollte jetzt in die andere Richtung. Naja. Scheinbar gibt es hier auch einfach alle Gegner. Das war schon wieder nichts. Ja gut, der kann auf jeden Fall in die Richtung. Und das zeigt uns den Luigi. Okay. Ja, was soll ich hier machen? Geht halt auch mal alle roten Münzen. Münzen vielleicht erst später aktivieren sollen. Ja, ich brauche hier eine Super-Eichel. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Nur, es gab in dem Level keine. Das ist ja schon ein bisschen fies. Aber gut. Dann hole ich auch dieses Starcoin nach. Und dann sehen wir uns in Zuckerwattenwolke Zone 3 wieder, also gleich rechts nebenan. Es gibt zumindest mal einen Stern. Und dank dem Stern komme ich jetzt nicht an die roten Münzen. Oh, das gibt's doch nicht, dieses dumme Level. Wobei. Okay, doch. Alles gut. ich dachte nämlich, aus den roten Münzen kommt ein Feisthörnchen. Also. Nicht ein Feisthörnchen, aber eine Super-Eichel. Naja, auf jeden Fall, Starcoin ist da. Gut, dann ab in die Zuckerwattenwolkenzone 3. Das Level fand ich aber ganz cool. Ein bisschen sehr kurz, muss ich sagen, aber sonst ganz cool. So, Regenbogen nach ganz oben. Ja gut, das ist aber auch alles neu hier. Das ist so schlecht. Was muss ich beide Dinger mitnehmen? Ich habe nicht die Zeit dafür. Naja, Stockhorn habe ich. Hier ist Pilz. Oh, sehr schöne Grafikelemente hier. Hä? Nein. So. Brauche ich jetzt eigentlich nicht sammeln. Naja, mache ich mal. Ich sollte es nicht machen, weil es mich nur umbringt.
Und dann krieg ich das Leben nicht mal. Oh Gott. Auch das habe ich nicht bekommen. Und da wären so viele gewesen. Naja. Hier ist eine Röhre. Oh, die Zeit wird knapp. Das darf ich nicht vergessen. Okay, hier muss ich auch aufpassen. Ah, das war eine coole Idee mit dem Starcoin, die dann nach oben getragen wird. Man muss sich beeilen. War jetzt nicht schwer, aber war cool. So. Jetzt auch noch blaue Münzen. Oh, das war so schlecht. Ah. Oh. Das habe ich zu spät begriffen. Naja, hole ich auch den Starcoin nach. Das wird der Part, in dem ich einfach in jedem Level die Starcoin nachholen muss. Okay, wir sehen uns dann gleich bei der Starcoin. So, jetzt muss ich aber ganz gut aufpassen. Ich habe das nämlich gerade schon wieder verkackt. Schnell nach oben, schnell nach oben. Jetzt hat es mich echt ganz schön knapp. Okay, aber diesmal habe ich es geschafft. So, Mopsy ist gerade übrigens auch aufgetaucht. Können wir dann sofort machen. Und dann geht es noch in den Turm. Und das Geisterhaus will ich eigentlich in diesem Part auch noch machen. Sollte auch alles klappen. Wir haben so viel Zeit. Aber erstmal jetzt Mopsy erledigen. Oh, im Kettenhund-Level, das gefällt mir schon mal gar nicht. Oh, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Bin gerade nochmal so gut. Aber Mopsy ist gleich durchs Level gelaufen und ich habe ihn noch nicht. Jetzt habe ich ihn überholt. Und jetzt kriege ich ihn. Ah, sehr schön. Ich habe immer Angst, dass er mich dann wieder so austrickst wie das eine Mal. Aber gut, wir haben ja wieder eine Power-Eichel, mit der ich wenig anfangen kann. Ich denke, ich werfe die jetzt auch weg. Oder ich werfe lieber Mini-Pilz weg, oder? Ja, ich habe 3 Stück, das ist eh zu viel. Oh, und jetzt haben wir Mobs schon in jeder Welt erwischt. Das ist schon ganz gut. Ich könnte auch eigentlich die hier wegwerfen. Denn die brauche ich ganz gewiss nicht, weil mit Toadette macht das Spiel hier leider nicht im Luigi-Teil, zumindest. Macht einfach keinen Spaß, denn 200 Sekunden für die Level sind einfach zu viel. Dieses Spiel muss Zeitdruck aufbauen. Was passiert hier? Immerhin habe ich den richtigen Weg genommen. Ich treffe wieder nichts. Oh, interessant. Und hier müsste es reingehen, genau. Bringt aber nicht viel. Oh, und da war Luigi. Oh, jetzt sieht man ihn nicht mehr. Ne, auch wenn ich mich bücke, sieht man ihn nicht. Aber da war er in einem Stein drin. Uah. Ist hier oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Das ist aber ein cooler Turm. Eine Eisblume. Kann ich hier rein? Nein. Ihr nervt mich ein bisschen. Ah, da kann ich, und das ist nur für Münzen. Ich weiß nicht, ob ich die Eisblume nehmen möchte. Oh. Gut, hat sich erledigt. Da hoch. Oh, wo ist denn die Starcoin? Oh, hier muss ich laufen, hier muss ich laufen. Und da ist die Starcoin. Könnt ihr mir nichts erzählen? Ich dachte schon, sie wäre doch nicht da, weil ich hier nur die Münzen gesehen habe. Aber sie ist hier. Ja, komm. Gegen Kamek ist, glaube ich, auch. Wir müssen ja gegen Kamek kämpfen. Ist ja gleich. Mumu ist erledigt. Soweit sollte das klar sein. Und gegen Kamek ist, glaube ich, das Eichhörnchen etwas besser als die Feuerblume. Oder sogar viel besser, denn mit der Feuerblume kann man Kamek, der sich nun mal in der Luft auffällt, kaum treffen. Vor allem nicht mehrmals. Er wird ja auch mehr als einen Schlag aushalten. Oh, du Blödmann! Spawn doch nicht in mir drin, du!
Zeit haben wir genug. Vielleicht haben wir auch nicht genug Zeit, ich weiß es nicht. Ah, das war schlecht. Und jetzt wird die Zeit doch noch ein bisschen knapp. Oh, der Monty kommt da nicht durch. Das gibt's doch nicht, jetzt verliere ich hier. Nachdem das Level ausnahmsweise mal gut läuft, verliere ich hier, oder was? Oh. Muss auch aufpassen mit den Donutblöcken. Oh, nicht jetzt schon! Oh. Okay, doch noch geschafft. Na, immerhin. Ja, Luigi, aber nur so gerade. Ja, das Wonderpaw spare ich mir jetzt mal. Aber ins Geisterhaus gehen wir noch. Ausverkauf im Geisterhaus. Okay. Wabu. Alles klar, das meinen die wohl mit Ausverkauf. Die Bodenblöcke werden versteigert, während ich hier durchs Level eile. Oh, ich habe einen Stern. Oh, ein Starcoin. Ah, oh, und ein Pilz. Also könnte auch schlechter laufen. Vielleicht verlängere ich den Stern noch. Oh. Gut, dass das geklappt hat. Okay. Ja. Jetzt leider nicht mehr. Oh, das aber... Oh, verdammt. Großzügig, wollte ich sagen. Oh, nein. Wow. Schnell drüber. Okay. Aha. Oh, da war noch was. Naja, egal. Erstmal sind wir hier. Das dürfte der Secret Exit sein, oder? Und ich habe gerade gesehen, man erkennt ja, welche Blöcke echt sind und welche nicht. Das ist der normale Exit. Okay. Und wegen. Das ist immer ein cooles Geisterhaus, oder? Also finde ich schon in Ordnung. Hier hat man halt doppelten Druck. So, was kriegen wir von dir, Toad? Ah, eine Feuerblume. Besser als ein Mini-Pilz. Davon hast du mir schon sehr viele gegeben. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, kommt alle hier von weg. Ich meine, wir haben so viele Items, die werden wir eh nicht mehr bis zum Ende brauchen, nehme ich an. Erstmal hole ich jetzt die zweite Starcoin und den Secret Exit. Das müsste ja einen geben. Es gibt immer einen in der Geisterwelt. In einem Geisterhaus. So, hier ist der Nein, der Stern ist da oben. Der Stern ist da oben. Ach, Mann, Luigi. Denk doch mal nach. Oh. So, jetzt schnell nach unten. Hallo, fall doch. Na gut, das ist jetzt... Kann ich da unten... Das weiß ich halt nicht. Komme ich hier durch die Tür? Ist das eine normale Tür? Nein, das ist keine normale Tür. Deswegen ist das auch der normale Ausgang. Aber hier unten komme ich rein. Und da ist auch die Starcoin. Aber gibt es hier keinen Secret Exit? Das müsste doch eigentlich eingeben. Oh, ich bin überfragt. Da bin ich jetzt echt überfragt.
Doch, es gibt hier einen. Ach, jetzt fängt Mops wieder aber in der ersten Welt an, aber das ist uns egal. Ich suche den Secret Exit, es gibt hier einen, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, es gibt hier einen. Man muss halt, wenn man mit dem Block nach unten fällt, nach links springen. Hier ist eine Tür, die kann nur zum Secret Exit führen, was anderes. Oh, cool, Luigi Easter Egg. Oh, das ist richtig cool. Okay, aber ich habe doch gesagt, es gibt in jedem Geisterhaus einen Secret Exit, ist doch klar. Okay, dann war es das für diesen Part. Die Hälfte der Zuckerwattenwolkenzone haben wir abgeschlossen. Die zweite Hälfte kommt im nächsten Part. Und bis dahin, alles Gute. Allerdings schauen wir noch mal kurz, wo der Weg hinführt. Er führt einfach nur zum Castle, oder? Naja, Gut, dann bis zum nächsten Mal.